Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich reagiere auf Therapiert. Und heute können wir uns endlich das zweite Battle anschauen und das ist TimTube gegen Natururin. Ja, die 24 Stunden sind um, das heißt, ich kann jetzt darauf reagieren und wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es weiter mit dem Battle in Runde 2. Hey. Schwanzvergleich. Mit Natururin gegen TimTube. Vorab muss ich hier gleich einhaken und TimTube für die wesentlich größere Abonnentenzahl einen Punkt abzugeben, um das Ganze ein wenig fairer zu gestalten. Also Naja. sorry, ein Punkt minus für TimTube gleich zu Anfang. Als kleine Erklärung nochmal für alle, die Punkte gelten wie bei Ligen. Das bedeutet, die Punktzahl am Ende entscheidet. Das bedeutet nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt in einem Battle verliert, dass ihr generell raus seid aus dem Battle, sondern ihr werdet hinterher mit allen ineinander gereiht. Also sprich, wenn ich jetzt die erste Runde gegen Crow verlieren sollte, kann es sein, dass ich nochmal gegen jemand anderes antrete, ne? Also wir sind nicht direkt raus. In Runde 2 kommen somit nur 7 Kandidaten und zwar die 7 mit den meisten Punkten. Das bedeutet, egal welches Battle ihr verlieren solltet, es das heißt nicht, dass ihr aus dem Ganzen generell hinaus seid. Jetzt kommt Genau. einmal die aktuelle Jackpot-Zahl. Das bedeutet das, was mit den Videos bisher eingenommen wurde, damit ihr auf dem, naja, neuesten Stand seid. Denn wie jeder aufmerksame Zuschauer weiß, die Einnahmen, die ich mit diesen Videos mache, gehen nicht an mich, sondern sind das Preisgeld für den Gewinner des ganzen Battles. Einige der Teilnehmer haben schon bereits angekündigt, dass sie das Ganze, wenn sie es gewinnen sollten, verdoppeln oder teilweise sogar verdreifachen und dann spenden. Ist natürlich. Ja, ne. Gibt natürlich Leute, dass sie spenden wollen. Ich habe, sagen wir so, ich kann das nicht wirklich spenden. Na gut, ich könnte schon spenden, ja. Ich will jetzt keine Vorwürfe machen, so, ne. Aber wie gesagt, ich will das in meinen Server investieren, dass ich den zumindest noch ein bisschen weiter am Laufen kriege. Ja. Bitte, das denkt jetzt nicht schlecht von mir oder so, dass ich das Geld nicht spende. Natürlich eine ehrenwerte Sache und unterstütze ich auch komplett, ist aber natürlich jedem auch selbst überlassen, was er dann mit dem Preisgeld macht und macht euch da nicht zu große Hoffnungen, allzu viel wird das nicht sein. Momentan liegen wir bei einem Jackpot-Inhalt von 68 Cent. Na, seht ihr, ich habe gesagt, das, also das war das erste Video bei 68 Cent, so, das wird jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, vielleicht 70 Cent sein. Es wird nicht viel. Ne? Also erwartet da jetzt nicht zu viel. Auch hier gilt, je öfter ihr das Video schaut, desto höher ist das Preisgeld. Also schaut das Video auch gerne öfter und natürlich immer ohne Adblock. Jetzt Ja. geht's aber los mit Natururin. Natururin ist uns allen aus dem letzten Battle, dem TCB, noch bekannt. Ein ehrenhafter Dude, der gerne mal auf Wanderschaft geht. Sein Banner gefällt mir immer noch überhaupt gar nicht. Der ist einfach nur irgendein Bild, wo er wahrscheinlich in die Landschaft pinkelt. Ist an sich witzig gemacht. Aber naja, Grafik. Ja, ne. Okay, ja. Ist natürlich jetzt wegen Natur, haben wir hier und Urin wegen, ja. Ne, aber ist es jetzt nicht das Passendste. Ne, ich will auch nichts gegen ihn sagen, aber er hat da schon ein bisschen recht. Technisch ist das Ganze nicht das Beste. Natururin hat zum jetzigen Zeitpunkt 3110 Abonnenten und ist am 7.04.2018 beigetreten. Bis jetzt. Ich bin, glaube ich, auch 2018. Also mit dem Kanal. Mein Erstkanal war, glaube ich, schon früher. Aber bei dem 2018, glaube ich, auch. Hat er damit 517.296 Aufrufe erzielt? Finde ich es eine ganz. Boah. Oh, der kann meine Maus gerade nicht sehen. Alter, du musst ja mal gucken. Meine, also hier ist sein Balken. Meiner ist da. Oh je. Ganz stabile Aufrufezahl, Auf jeden dennoch geht das Fall. in einem so langen Zeitraum auch noch besser. Was? Ja. Okay, in 4 Jahren sagt er, es geht noch besser. Ich bin schon seit 4 Jahren dabei. Die Aufrufezahl ist so gering. Erwartet er dann bei mir auch in 4 Jahren so 1 Million Aufrufe oder was? Hilfe! Was ich extrem cool finde, ist, dass er eine Adresse bzw. ein Postfach hat, wo man Fanpost hinschicken kann. Und er hat auch im letzten Video das Ganze einmal ausgepackt. Seine Titel gefallen mir in diesem Sinne nicht so wirklich und. Ist das die Videoqualität oder warum sind die Bilder so? Ja, war schon höchste. Wer weiß.
Seine Thumbnails, naja, sind halt der Sache dienlich, aber nicht so das Beste. Auch hier. Ja, ich muss aber sagen, komplett in Ordnung. Ne, ich meine, Wandern mit Dave, ja gut. Ne, es ist jetzt kein Game-Content, es ist halt Real-Life-Content. Da finde ich, ist das eigentlich schon komplett in Ordnung. Würde ich grafiktechnisch halt einfach ein bisschen was besser machen können. An sich aber der Sache dienlich und alle sind zufrieden. Sein Kanal läuft auch eigentlich relativ gut. So hat er im Schnitt 1500 bis 2000 Aufrufe pro Video und ist auch relativ aktiv auf seinem Kanal am Start. Was ich weiterhin nicht so feier, ist sein Alkoholkonsum, aber mein Gott, da gibt es auch wirklich Schlimmeres auf dieser Welt. Ja, also gut. Alkoholkonsum im Video finde ich jetzt natürlich nochmal schlimmer als außerhalb. Klar, innerhalb ist jetzt ein bisschen, ne? Aber, ja, wie er schon sagt, es gibt schlimmere Menschen. Wenn ihr für Natururin sein solltet, schreibt doch mal Hashtag Natururin in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach unten. Denn diesmal stehen Dislikes für Natururin und TimTube bekommt die Likes. Ein Dislike zählt wieder einen Punkt und ein Like natürlich auch. Kommentare zählen wie immer zwei Punkte und es gibt nach zwei Tagen auch immer eine Abstimmung im Community-Tab. Dort kriegt der jeweilige Kandidat dann drei Punkte pro Stimme. Mhm. Weiter geht es jetzt mit TimTube. Naja, wollen wir mal was Gutes tun, ne? Ich habe keinen Adblock an, das heißt, er kriegt ja mit schon mal Einnahmen. So, genug. TimTube ist euch vielleicht noch von meinem Kanal bekannt. Dort gab es nämlich mal ein Video, in dem ich über TimTube berichtet habe, weil er mir in einem Livestream persönlich gegenüber, naja, ziemlich, ich sag mal, arrogant aufgetreten ist. Das Ganze haben wir aber privat geklärt und es ist eigentlich ein ziemlich cooler Dude. Mit 12.700 Abonnenten ist er momentan dabei. Er hat auch andere Kanäle, auf denen er viele Abonnenten hat, aber er hat sich nur mit TimTube beworben. Das bedeutet, wir zählen auch nur das, was wir sehen und auch nur das, was direkt mit TimTube zu tun hat. Also sein Kanal. Die Thumbnails gefallen mir tatsächlich überhaupt nicht. Da muss ich sagen, einige sind gut und manche haben halt einfach nur einen roten Pfeil. Kann man machen, muss man aber nicht. Ein bisschen mehr Design im Thumbnail wird mir da schon ziemlich gut gefallen. Auch sein Banner finde ich tatsächlich gar nicht so gut, auch wenn ich weiß, dass er dafür das Ganze hier bezahlt hat. Dennoch finde ich halt einfach nicht so nice, wenn man zweimal seinen Namen im Banner stehen hat und er hat es tatsächlich sogar viermal. Seine... Was? Viermal? Wo? TimTube? TimTube? Achso, TimTube YouTube. Achso, naja. Einfach nicht so nice, wenn man zweimal seinen Namen im Banner stehen hat und er hat es tatsächlich sogar viermal. Seine Videothemen sind mir eigentlich auch ziemlich egal, da ich mich nicht für Fortnite interessiere. Hier zählt aber wie immer natürlich eure Meinung. Soundtechnisch kann man auch bei TimTube noch ein bisschen was besser machen. Hier würde ich tatsächlich einfach mal sagen, schrei nicht so krass in dein Mikrofon und halt ein bisschen Abstand. Dann wird das Ganze auch qualitativ ein bisschen hochwertiger. Schrei nicht so in dein Mikrofon. Ja gut, ne? Vielleicht ist es ja gewollt, aber okay. TimTube startete auch letztens seinen ersten Meinungsblog, so hat er über 24Tim berichtet, wie er seine Zuschauer betrügen soll. Ein relativ stabiler erster Meinungsblog, meiner Meinung nach könnt ihr euch gerne mal angucken. Ihr nämlich gefragt, wen findet ihr besser und vor allem, wen möchtet ihr im Finale sehen, beziehungsweise wen möchtet ihr jetzt in Runde 2 sehen? Für TimTube schreibt einmal Hashtag TimTube in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Für Natururin schreibt ihr Hashtag Natururin in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach unten. Ich wünsche beiden Kandidaten gleich viel Glück und wie gesagt, nehmt diese Videos nicht ganz so ernst. Ich möchte keine Freundschaften damit zerstören. Genau. Wir stoppen das Video hier mal, weil jetzt kommen halt nur andere Infos, die nicht mehr wirklich zum Battle zählen. Also, meine Meinung ist, also ich habe für Natururin gestimmt, auch wenn das jetzt ein bisschen... Vielleicht komisch, weil ich vorkommen mag, aber ich bin irgendwie nicht so für TimTube, sage ich mal. Da hat Natururin mich ein bisschen mehr überzeugt, aber ist meine Meinung. Ihr seid auch noch gefragt, ihr könnt auch noch abstimmen unter dem Video. Und ja, schaut gerne beim Therapeut vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.